Herzlich willkommen zu einer neuen Chartanalyse. Im heutigen Video schauen wir uns den Quantchart an. Wir möchten euch in diesem Video unsere Preisziele langfristig, mittelfristig und kurzfristig vorstellen. Und ich würde auch sagen, wir fangen direkt im Hintergrund mit unserem Chart an. Wir haben unseren Chart zu Quant auch schon im kleineren Timeframe in unserer kostenlosen Telegram-Gruppe hochgeladen. Das heißt, wenn ihr Interesse daran habt, schaut auch gerne dort vorbei. Und jetzt gehen wir mal in den größeren Timeframe. Wir fangen erstmal unten an. Und zwar haben wir hier bei rund 40 US-Dollar unser Bottom bei Quant gesehen und haben hier unserer Meinung nach die erste Impulsbewegung hochgesehen, und zwar hier oben bis zu rund 228 US-Dollar. Dort haben wir unsere erste Welle 1 abgeschlossen. Daraufhin haben wir eine sehr, sehr längere Korrektur gesehen. Hier diese Welle 2 ist natürlich jetzt ja nicht ganz einfach zu counten. Vor allem, wenn wir uns hier mal diese Welle Y anschauen, hat sich diese relativ lang gezogen. Wir haben uns ja längere Zeit in diesem Channel befunden, der hier nach unten ging, und haben dann hier bei rund 83 US-Dollar unsere Welle 2 hier unten abgeschlossen. Wenn ihr mal das Fibonacci Price Target nehmen und mal hier schauen, haben wir hier das 0786er auch nicht ganz erreicht. Sind auch hier unter das Golden Pocket bekommen und finden uns hier zwischen diesen beiden Bereichen, haben jetzt nichts wirklich angetaggt, aber das ist jetzt auch nicht immer der Fall, dass dies passieren muss. Das heißt, wir haben hier, wie gesagt, unsere Welle 2 abgeschlossen, und jetzt nach dieser abgeschlossenen Welle 2 erwarten wir hier in unserem Preisbereich die Welle 3 reinkommen. Und zwar beginnt unser Preisbereich hier beim 1618er bei rund 385 US-Dollar, und in dem Bereich der Welle 3 erwarten wir dann eine fünfteilige Bewegung in den Zielbereich, um dann hier die Welle 3 abzuschließen. Wie schon gesagt, das 1618er ist das Prime-Target für eine Welle 3. Das liegt bei rund 385 US-Dollar. Das heißt, wenn wir uns mal das Signal nehmen und mal den aktuellen Preis, bei dem wir uns gerade befinden, und zwar 117 US-Dollar, hier hochziehen, haben wir einen Anstieg von ungefähr 230%. Das wäre aktuell unser Ziel bei Quant. Und was auch wichtig zu wissen ist, wenn wir mal hier das 1er Fib-Extension nehmen, wäre das Mindestziel für eine Welle 3, und das wäre ungefähr hier bei ungefähr 270 US-Dollar. Aber wenn wir uns mal noch hier die Welle 1 anschauen, wäre das natürlich jetzt schon ein sehr, sehr tief gegriffenes Ziel für eine Welle 3. Daher gehen wir hier wirklich oben bei 1618 bei ungefähr 385 US-Dollar aus. Danach hätten wir wichtige Zonen, vor allem 2er Fib-Extension Level bei ungefähr 456 US-Dollar, und wenn wir in der Welle 3 eine Extension reinbekommen sollten, wäre das hier oben beim 2618er bei rund 572 US-Dollar. Das heißt, wenn wir nochmal kurz das Signal anlegen, hätten wir, wie gesagt, beim 1618er einen Anstieg von ungefähr 230%, bis zum 2er einen Anstieg von 288% und bis zum 2618er bei einer Extension ungefähr 386%. Und wir sehen auf jeden Fall bei Quant diese Ziele in der nächsten Zeit schon sehr realistisch. Wenn wir jetzt mal den kleineren Timeframe gehen und auch den 4-Stunden-Chart uns genauer anschauen, dann sehen wir, gehen wir jetzt mal hier von unserer Welle 2 unten aus, und da haben wir hier schon mal direkt eine schöne Impulsstruktur zu unserer nächsten Welle 1 hier oben gesehen. Dort haben wir eine Welle 1 hier unten reinbekommen, hier unten eine Welle 2, Welle 3, 4 und unsere Welle 5, um die Welle 1 abzuschließen, und daraufhin haben wir hier eine etwas längere Seitwärtsbewegung in einer VXY gesehen. Hier sehen wir, haben wir unsere Welle W abgeschlossen, eine Welle X hier hoch und dann unsere Welle Y hier runter. Man könnte das Ganze eventuell auch in einem ABC counten, aber im Endeffekt kommt das gleiche Ergebnis raus. Das heißt, wir hätten dann hier unsere Welle 2 unten nochmal abgeschlossen und hätten jetzt sozusagen nach unserem Bottom hier bei der Welle 2 unsere nächste Impulsbewegung. Und da sehen wir schon unser mittelfristiges Ziel hier oben in der Welle 3, und das liegt aktuell bei rund 136 US-Dollar. Das ist sozusagen unser Prime-Target wieder am 1618er, und dort erwarten wir jetzt auch, wie vorhin schon erklärt, eine fünfteilige Bewegung. Und zwar hätten wir hier unsere Welle 1, 2, würden dann eine Welle 3 erwarten, Welle 4 und dann eine Welle 5 nochmal hier hoch. Aber erstmal gehen wir von Schritt zu Schritt. Das heißt, wir befinden uns jetzt hier in dieser gelben Welle 3, haben unsere Welle 1, 2 abgeschlossen, und hier befinden wir uns jetzt wieder an einem neuen Impuls. Das bedeutet, unsere Welle 1 haben wir hier grün schon abgeschlossen und unsere Welle 2 hier auch, und diesen kleinen Timeframe werden wir am Ende noch mal genauer drauf eingehen. Aber erstmal hier fangen wir an, und zwar auch hier haben wir unsere Welle 1 gesehen, unsere Welle 2, Welle 3, 4, 5. Hier die Welle 4 haben wir schön unsere Supportbox angelaufen. Hier haben wir schon öfter im Quantchart eine Reaktion gesehen, und das hat auf jeden Fall sehr schön hier geklappt. Vor allem haben wir dann einen schönen Anstieg hier hochbekommen und haben dann, wie gesagt, unsere erste Welle 1 in dieser gelben Welle 3 abgeschlossen. Wenn wir uns mal das Fibonacci-Retracement-Level für unsere grüne Welle 2 hier anschauen, dann sehen wir, haben wir wunderschön unser Prime-Target, da
das 0618er erreicht. Das heißt, wir haben dann hier unsere Welle 2 unten abgeschlossen, sozusagen die Welle 2 der übergeordneten Welle 3. Und aktuell befinden wir uns jetzt hier in dieser grünen Welle 3. Das heißt, wenn wir mal in den 2-Stunden-Chart reingehen, wir haben euch hier diesen Preisbereich oder diese Preisbox in unserer Telegram-Gruppe reingeschickt. Das heißt, wer genau wissen möchte, wie wir darauf gekommen sind, kann sich das nochmal in unserer Gruppe gerne anschauen. Und zwar haben wir hier unsere Welle 1 schon mal gesehen, haben dann hier eine schöne Korrektur in der Welle 2 gesehen und jetzt befinden wir uns unserer Meinung nach in dieser Welle 3 hier oben noch, eine Welle 4 und dann nochmal eine weitere Welle 5, um dann hier die Welle 3 erstmal abzuschließen. Danach erwarten wir dann unsere hier die Welle 4 in grün und dann hier die Welle 5, um dann hier oben die gelbe 3 übergeordnet abzuschließen. Das wäre sozusagen erstmal unser mittelfristiger und kurzfristiger Fahrplan für Quant. Wenn wir nochmal jetzt hier uns das Ganze anschauen und eventuell unsere Welle 3 hier oben zum Abschluss kommen sollte, können wir uns mal kurz die Preisbereiche für eine mögliche nächste Korrektur anschauen. Dann nehmen wir mal unsere Welle 4 und schauen, wenn wir mal ungefähr jetzt hier das 1618er bei 135 erreichen sollten, hätten wir dann hier einen Preisbereich für eine mögliche gelbe Welle 4, die hier unten ist, ungefähr zwischen 124 und 104 US-Dollar, aber wie auch schon öfter gezeigt, erwarten wir bei einer Welle 4 meistens den Zielbereich zwischen 0382 und 05 und das wäre sozusagen dann eine mögliche Korrekturzone für die Welle 4 bei Quant. Um das Ganze nochmal ordentlich und strukturiert durchzugehen, fangen wir hier unten an bei unserer Welle 1, Welle 2, Welle 3 hier hoch, Welle 4 hier runter und dann hier oben unsere gelbe Welle 5. Das wäre dann sozusagen unser erster Impuls und zwar in einer Welle 1. Das wäre unsere erste Impulsbewegung für Quant. Da hätten wir unsere Welle 1 ganz überkommt erstmal abgeschlossen und würden dann natürlich in eine Korrektur reinkommen. Diese können wir aber erst zu 100% bemessen, wenn wir unser Top gesehen haben. Das wäre sozusagen unsere Welle 2 und dann wird das Ganze wieder von neu anfangen in einer Welle 3, 4 und 5. Aber das ist erstmal Zukunftsmusik, wie es da weitergeht. Wir halten euch dann natürlich gerne bei Quant auf dem Laufenden und wenn ihr natürlich nichts verpassen wollt und weiterhin unsere Charts verfolgen möchtet oder auch weitere Updates im Krypto Markt nicht verpassen wollt, dann schaut gerne wie gesagt in unserer kostenlosen Telegram-Gruppe vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung oder in den Kommentaren angepinnt und damit würde ich auch sagen, beenden wir das kurze und kleine Chart-Update-Video zur Quant. Falls es Fragen gibt, schreibt es gerne in die Kommentare und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao!